Hamburg Speicherstadt, das Miniaturwunderland. 1600 Quadratmeter Modellwelt, fast 300.000 kleine Figuren, mehr als 1100 Züge, über 10.000 selbstfahrende Autos und ein voll funktionsfähiger Flughafen. Jährlich tummeln sich hier knapp 1,5 Millionen Besucher, um die Miniaturwelten zu bestaunen. Wir sind mit den Gründern des Wunderlandes verabredet, Gerrit und Frederik Braun. Gar nicht so leicht, an die beiden heranzukommen. Mit dem Miniaturwunderland haben sie ihren großen Kindheitstraum verwirklicht. Ich könnte mir nicht vorstellen, was anderes zu machen. Wir sind jetzt seit 23 Jahren hier. Ich habe jeden Morgen Lust, hierher zu kommen. Ich kann es nicht erwarten, zu schauen, was hat sich verändert. Und ich glaube, das liegt so tief in uns drin, dass wir absolute Spielkinder sind. Wenn ich irgendetwas hier mit den Autos oder so geschafft habe, der Erste, zu dem ich laufe und das ganz stolz zeige, ist er. Ne? Die Kinodokumentation Wunderland zeigt jetzt, wie aus dem Traum eine der bekanntesten Touristenattraktionen Deutschlands wurde. Die Geschichte der Zwillingsbrüder Frederik und Gerrit Braun ist eine Geschichte über Geschwisterliebe und große Erfolge, aber auch die Geschichte einer schweren Kindheit. Vor 23 Jahren eröffnen sie das Miniaturwunderland. Aller Anfang war schwer. Wir sind losgezogen und sind auf eine Messe in Köln gefahren, zu einer Modelleisenbahnmesse. Mit Feuer und Flamme, Euphorie pur, saßen Gerrit und ich im Auto und haben gesagt, so, wir rennen jetzt offene Türen ein. Und das war überhaupt nicht so. Also mindestens 10 dieser Hersteller wollten gar nicht so richtig mit uns zusammenarbeiten. Aufgeben? Keine Option. Erfindergeist war gefragt. Technische Lösungen mussten her. Es war ganz schnell klar, du, technisch baut dir das keiner. Das gibt's noch nicht. Das müsst ihr selbst entwickeln. Hatte ich auch große Lust zu, dachte ich auch, dass ich das nebenbei machen kann. Dann kam aber ziemlich schnell die Idee aus den fahrenden Autos, die einfach sonst nur im Kreis fuhren, auf so einem Draht sich folgend, ein Auto fährt da im Kreis, dass man da mehr draus machen könnte. Entstanden ist eine kleine Welt, die heute Millionen begeistert. Vergangene Woche in Hamburg. Noch vor der Öffentlichkeit versteckt, arbeitet das Wunderland-Team gerade an der neuesten Miniaturwelt, dem Fürstentum Monaco, inklusive Formel-1-Strecke. Die Eröffnung ist im April. Eigentlich drängt die Zeit. Dem erhöhen wir mal die Bremsleistung und die Fahrerskills. Wir haben jetzt mal, du bist echt ein Tier jetzt. Der wird den so locker gleich auf der Geraden. Wenn er denn gut aus der Kurve kommt. 56 Jahre alt, aber Spielkinder bleiben Spielkinder. 10% mehr Motorleistung, easy, kein Problem. Jedes Mal geht das Autorennen anders aus. Für die aufwendige Technik der Rennstrecke, die sich unter dem Modell befindet, ist vor allem Gerrit verantwortlich. Diese technische Entwicklung hat insgesamt 10 Jahre gedauert. Selbst wir haben am Anfang nicht damit gerechnet, dass das am Ende so viel braucht, um das hinzubekommen. Das Steuerungsprogramm, das alles steuert, also diese Rennen erzeugt sozusagen, und die Technik unter der Anlage, da sind fast 2000 Mikrocontroller drin, macht es irgendwo ein Bit falsch oder irgendwo ein minimaler Fehler in der Software, dann bleibt ein Auto stehen. Aber jetzt ist es, ich hoffe es mal, endlich soweit. Die neue Dokumentation erzählt, dass Frederik anders als Gerrit 2 linke Hände hat, wenn es um Technik geht. Frederik ist der Visionär und Ideengeber der Brüder. Irgendjemand muss die Ideen machen und Gerrit setzt es um. Und es ist der blanke Wahnsinn, wenn du zu ihm hingehst und sagst, Mensch, ich habe da eine Idee. Könnte man ganz vielleicht eventuell das und das machen? Dann dauert das eine Minute, dann hat er eine Lösung. Schon früh in ihrer Kindheit ergänzen sich die beiden, sind ein gutes Team, auch weil das Leben sie dazu zwingt. Bis wir 30 waren, haben Frederik und ich immer gesagt, wir haben eine traumhafte Kindheit gehabt. Das haben wir auch in einem Teil, nämlich dem Zwillingsdasein zum Beispiel und wie wir uns die Welt geschaffen haben damals. Aber wenn man sich einfach mal die Rahmenbedingungen anschaut, war es das nicht. Es war einfach keine perfekte Kindheit. Mein Vater ging relativ früh weg, da waren wir ungefähr 2 Jahre alt. Unsere Mutter war mit der Situation, 2 Zwillinge großzuziehen, überfordert, weil sie mit sich selbst schon überfordert war. Sie ist fast jeden Abend weggegangen, obwohl wir noch klein waren. Und dann haben wir teilweise, sind wir wieder aufgestanden, haben Kuchen gebacken, den vor die Tür gestellt und mit einem Herzchen dazu gemalt, was aus meiner Sicht heute ein Schrei nach Liebe war.
Wir sind als Kinder sozusagen oft verlassen worden. Erst vom Vater, von der Mutter ständig und immer wieder. Sie war oft nicht da und mit sich selbst beschäftigt. Großeltern ganz früh gestorben, Mutter dann sehr früh gestorben. Das heißt, eine tiefe Verlustangst ist Kern unseres Wesens. Du merkst ja dann, wenn du größer bist, dass du doch schon so ein paar Dinge in deinem Rucksack hast und fragst dich, wo kommen die her? Diesen wahnsinnigen Drang nach Bestätigung. Auf der anderen Seite haben wir dadurch unseren Spieltrieb, unseren Antrieb, besondere Dinge zu machen, uns erhalten. Wahrscheinlich auch, um uns gegenseitig immer wieder zu begeistern. Diese Begeisterung schwappt 2003 auch auf die Stern-TV-Zuschauer über. 2 Jahre nach der Eröffnung des Wunderlands sind die Zwillinge das erste Mal im Studio zu Gast. Und es sind wirklich keine Menschen drunter mit Magneten, oder? Nein. Also die fahren im Moment alle von alleine, machen hoffentlich im Laufe der Sendung keine Fehler. Das war unfassbar. Es war ich Live-Sendung mit Günther Jauch. Das habe ich jeden Mittwoch selbst geguckt, dieses rote Sofa. Und dann sitze ich da und ich habe eine pure Angst gehabt. Dann kam Günther Jauch, hat sich neben uns gesetzt und hat gesagt, na Jungs, seid ihr nervös? Und wir, oh Gott, ja, wir sterben gleich. Bin ich auch. Und das hat mich in der Sekunde so runtergeholt, so geholfen, wie diese Lockerheit, die er ausgestrahlt hat. Ich bin auch nervös, ihr braucht nicht nervös sein, wir schaffen das zusammen. Und dann haben wir aus meiner Sicht einen grandiosen Talk gehabt, der auf den mich ja, tausende von Menschen angesprochen haben, jahrelang. Es könnte ja mal irgendwo brennen. Ja. Und das tut's jetzt. Da fängt's an zu brennen. Da brennt's auf einmal. Mhm. Und dann geht's einfach los. Und dann kommt das große Kinderkreischen, wenn die Kinder da stehen und die Autos reinlassen. Alles geht los. Bis heute löscht ein und dieselbe Wunderland-Feuerwehr zuverlässig jeden Brand in der Modellwelt. Seit 23 Jahren wächst das Miniatur-Wunderland stetig weiter und noch ist kein Ende in Sicht. Das kann man gar nicht begreifen, was seitdem passiert ist. Wir haben damals Amerika gebaut, da oben noch. Wir dachten, das ist der letzte Bauabschnitt. Und dann kamen immer mehr Menschen aus der ganzen Welt. Und es war klar, wir müssen weiterbauen. Wir haben danach Skandinavien, Schweiz, Frankreich, Venedig. Wir haben in allen Ländern uns ausgetobt. Inzwischen sogar auf die andere Seite vom Fleet rüber, Rio de Janeiro. Das hätte ich damals vor 20 Jahren wirklich im Traum nicht gedacht, dass das daraus wird. Mittlerweile arbeiten mehr als 300 Mitarbeiter im Miniaturwunderland. Eine eingeschworene Gemeinschaft. Modellbauer finden zueinander. Modellbauer spüren, was so der andere hat und wie er tickt, was ihn begeistert. Bestes Beispiel: Rio de Janeiro. Der 11. Abschnitt im Miniaturwunderland ist ein ganz besonderer. Es ist eine Geschichte, die ist ein Märchen. Ich habe Familie Martinez. Es ist eine südamerikanische Familie, die total modellbauenthusiastisch ist. Und die habe ich kennengelernt und habe dann mit ihnen besprochen, können wir nicht zusammen Rio de Janeiro bauen. Und das hat super funktioniert und das kommt auch im Kinofilm echt emotional rüber. Familie Martinez. Sie als Fans der Browns zu bezeichnen, wäre wohl eine Untertreibung. Das erste Treffen vor 7 Jahren. Für Familienvater Ricardo Emilio Martinez ein besonderer Moment. Un momento. Plötzlich sah ich ihn dort stehen. Freddy Brown. Freddy Brown. Er schien begeistert von dem, was er sah. Man stelle sich vor, wie begeistert wir erst waren, ihn zu sehen. Er war es wirklich. Er stand da leibhaftig. Nicht im Internet oder im Fernsehen. Die Speicherstadt. Fascinates visitors. Mein Vater hatte auf Deutsche Welle eine Doku über das Wunderland gesehen. Er versuchte herauszufinden, wann sie wiederholt wird, um sie aufzunehmen. Die Kassette hat er immer noch. Er zeigte uns das Video. Er war besessen von dieser Doku. Er hat sie mehrmals gesehen und beim 3. Mal dann endlich aufgenommen. Zu uns meinte er, da läuft eine Doku, die müsst ihr sehen. Ich habe immer deutsches Fernsehen geschaut. Plötzlich tauchte eine Modelleisenbahn auf. Was ist das denn? Ein Fußballstadion mit Leuten, die Fotos machen. Ein K-System. Was ist das? Das Miniaturwunderland. Ein Schlüsselmoment für den Modellbauer. Das Hamburger Wunderland wurde zu seinem Sehnsuchtsort. Die Arbeiten am Rio-Modell begannen. Mit einem Team aus Hamburger und argentinischen Modellbauern. Über 4 Jahre Bauzeit. Insgesamt 60.000 Arbeitsstunden stecken allein in diesem Modell. 2021 endlich der große Moment. Premiere des fertigen Modells. Familie Martinez ist sogar den weiten Weg aus Argentinien gekommen.
Nach Hamburg zu kommen, war wie ein Traum. Und alle sind mitgekommen. Das passiert nicht oft. Du fragst dich, passiert das wirklich? Ja, ich konnte es zuerst gar nicht glauben. Die Reise, mein erster Trip nach Europa. Hamburg ist eine spektakuläre Stadt. Und erst das Wunderland. Zum ersten Mal sieht die Familie das komplette Modell. Ihr Modell im Miniatur-Wunderland Hamburg. Das Wunderland, das sie vorher nur von der VHS-Kassette kannten. Look at that. I mean, the distance between this point and... Are you happy with this? Yes. And you? Thank you. We have to thank you. It was the best idea. It was really the best idea to make it together. It was the best for us. Thank you. Wir haben ihm seinen Traum erfüllt. Wir haben viel getan für diesen Moment. Damit wir heute hier stehen, wir können uns glücklich schätzen. Wir werden weiter zusammenbauen. Das bleibt nicht bei Rio. Wir werden ganz viele Sachen zusammenbauen. Das ist nicht mehr wegzudenken aus meinem Leben.